Moin Moin aus Hamburg, es ist Sonntag und die Pancake-Sucht geht weiter. Ich habe heute mal ein bisschen umgeswitcht. Ich habe 3 dünnere Pancakes gemacht aus dem einen und dazwischen sind so eine kleine Lagen an Magerquark mit Strawberry Flav Drops geflavored. Also so eine Pancake-Lasagne, habe ich gerade gesagt. Mit dem Thema Erdbeer. 170 Gramm Magerquark noch. Und jetzt wird das ganze Ding gegessen. Und wir gucken uns das über Maui an. Das ist Julis Pancake. Sie sieht genau aus wie gestern. Auch geil. Sunday, Freunde. Sunday, Funday. Und ganz spontan hat Julia mich dazu überredet, ein bisschen außerhalb der Reihe was zu essen. Was sagst du? Sie sagt, das ist eine glatte Lüge. Wo sieht man mich denn hier eigentlich überhaupt am besten? I don't know. Gleich ist mir schwindelig. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine geile Pizza bestellt. Und Pizza heißt natürlich bei Arne. Im Umkehrschluss, ohne Pizza, also mit Pizza, gibt's auch immer Ben und Jerry's. Und heute das Peanut Butter Cup, weil es einfach das geilste ist. Es ist das geilste Ben und Jerry's, was es in Deutschland gibt. Ohne Wenn und Aber, aus meiner Sicht für mich. Und ich habe eben noch mein wöchentliches Cardio-Training gemacht. Habe jetzt eine Stunde auf dem Fahrrad noch gesessen. Krafttraining haben wir heute Morgen Schultern und Arme gemacht. Oder heute Mittag besser gesagt. Wir haben ein bisschen länger geschlafen, weil wir gestern unterwegs waren. Auf dem Geburtstag. Was? Wir waren um 12 Uhr im Bett. Ja, und haben dann heute Morgen ein bisschen länger geschlafen. Ich habe dann noch ein bisschen gearbeitet. Dann haben wir ein bisschen Haushalt gemacht. Und waren dann erst um 12 Uhr im Gym. Ganz ungewöhnlich für uns. Und ja, Pancakes gab's, dann habe ich noch mein Protein Eis gegessen. Also ich habe gerade mal so maximal 700, 800, maximal 900 Kalorien drin. Und ich will auf jeden Fall, bevor wir jetzt Pizza und Eis essen, mein Protein hitten. Und jetzt habe ich mir nochmal einen richtig schönen großen Amino-Drink gemacht mit Cola. Und muss sagen, er schmeckt nicht so gut, wie ich dachte. Viele haben gesagt, er schmeckt so nach River Cola, so wie von früher. Und ja, ist mir halt nicht süß genug, ne? Ich bin ja so ein Aspartam süß und also Tropical Punch oder Thunder habe ich, glaube ich, noch, auch von Fitmart, DSM. Das ist richtig lecker. Und von Cola habe ich eigentlich am meisten erwartet, aber Julia, nimm die Kamera ab. Es ist einfach, das ist wieder die Sache, wenn man so viel erwartet, ne, wenn man sich das vorstellt, das schmeckt bestimmt so wie Cola, River Cola, und es dann doch nicht ganz so geil ist, dann ist schon scheiße. Ne? Aber da habe ich mir jetzt 3 Scoops reingehauen, um schnell nochmal ein paar Aminos reinzukriegen, weil das Training heute war richtig gut. Alle neuen Trainings, die ich jetzt habe, waren eigentlich richtig gut. Power, Energie gehabt, obwohl ich nur 5 Stunden geschlafen habe, heute ein richtig gutes Workout gehabt. Hab's nicht aufgenommen, aber das muss auch ab und zu mal sein, damit man sich wirklich nur auf sich fokussieren kann. Hab da ein bisschen Nachsicht. Ich werde es in Zukunft nochmal abfilmen. Und was ich gerade hier ausgegraben habe, noch einen Crunchy Bar. Den hast du wahrscheinlich irgendwo mal mitgebracht, ne? Ist das? Ach so, ja, der ist richtig lecker. Peanut Butter Karamell. Und den gebe ich mir jetzt noch, damit ich nochmal ein Eiweiß kriege. Also so eine Pizza, ja, von Ben & Jerry's haben beide auch noch ganz schön viel Eiweiß. Also da sind ja auch noch, ist ja auch noch Käse drauf, Milchprodukt, Ben & Jerry's, Eis. Also ich werde mein Protein auf jeden Fall annähernd schaffen heute. Von 150 bis 165, ich denke mal heute eher so vielleicht 145, 40, keine Ahnung. Auf jeden Fall annähernd, ihr werdet dadurch keine Muskulatur abbauen. Kommt ja ordentlich Energie rein. Das gebe ich mir jetzt noch. Den trinke ich noch. Und dann gucken wir, dass die Pizza ankommt. Schon vorbestellt.
Dann gucken wir prakti.com. Komödie soll gut sein mit, wie heißt der, Owen Wilson? Und Owen Wilson und Vince Vaughn. Ja, das sind ja zwei so eine Comedy-Kanonen. die sind eigentlich immer ganz. Der Trailer war richtig lustig, schauen wir mal. Ja, habe ich vorher noch nie gehört von dem Film. Hier geht schon wieder ein Flugzeug runter. Ja, jetzt haben wir Hunger ohne Ende. Ich sag Prost und ich zeige euch dann nochmal die Pizza, damit ihr ordentlich, wie nennt man das? Cravings kriegt auf geiles Essen. So, während ich immer noch den Rest von meinem Cola Amino trinke, haben wir Pizza und Pizza Brötchen. Mm. Oh, fluffig. Tunk Tunk gibt's nur für Julia. Knoblauch! Weil ich morgen den ganzen Tag. Das ist Arnes Pizza mit einmal der Hälfte Salami, einmal Hälfte Margarita. Das ist meine Margarita mit Hirtenkäse. Hirtenkäse? Das sind ungefüllte Pizzabrötchen, die sehen aus wie Zimtschnecken. Oh, wir haben ich hätte so mega Bock auf Tung Tung, aber ich habe morgen den ganzen Tag Termine mit Klienten. Dann kannst du auch Ketchup essen? Nö, Pizza schmeckt auch so. Freunde, Julia sagt, sie gibt den Plan vor, wie wir heute noch so unsere Kalorien vollkriegen. Und so sieht der Plan aus. Salted Caramel, Duplo! Eine 800 Kilo Packung Schokobons und Chocolate Chip Cookies. Sag mal. Okay, bevor das hier eskaliert und ich meinen Peanut Butter Cup Eis nicht essen kann, muss ich schnell den Film weiter gucken und ja. Leute, don't try this at home. Alright, next day. Ihr habt gesehen, ich habe gecheatet, ordentlich Calories getankt. Außerplanmäßig und am nächsten Tag ging es dann natürlich darum, aus den Kalorien das Beste rauszuholen. Und ich habe ja meinen Plan umgestellt und das war jetzt ein kompletter Chest Day. Bauch und Waden mache ich am Ende noch, habe ich jetzt aber nicht abgefilmt. Und das wird die erste Übung, die Pin Press nennt sich das Ganze. Und ich habe ja auch schon gesagt, ich habe das jetzt alles angepasst an meine extrem langen Arme und das klassische Bankdrücken an sich. Ist halt für mich ungünstig von den Hebeln, weil sobald ich die Hantel komplett auf die Brust runterlasse, habe ich erstmal 45% des Weges über die Schulter zu gehen. Und das ist einfach nicht Sinn und Zweck, wenn ich die Brust verbessern will. Deswegen diese Variante hier, ab dem Punkt, wo ich jetzt drücke, habe ich sofort den Brustmuskel nur drin und habe davon auch 6x6 quasi gemacht. Das war der letzte Satz. Da habe ich nur 5 geschafft, vorher mal 6. Also alles gut, Progression geht langsam hoch. Dann nächste Übung, klassisch leichtes Schrägbank, Kurzhantel drücken mit moderatem Gewicht. Geht wirklich darum, eher so ein bisschen den Pump dauerhaft, die Kontraktion auf der Brustmuskel zu halten. Und da bin ich auch gerade so ein bisschen am Ausprobieren, weil auch sobald ich da einen Ticken zu hoch gehe, mein Ellbogen Richtung Streckung geht, bin ich aus der Kontraktion wieder raus. Und das habe ich an dem Tag mal so ein bisschen ausprobiert und das auch bewusst gefilmt. Weil selbst wenn ich es mir vorgenommen habe, wirklich nicht zu hoch zu gehen, gehe ich immer noch relativ hoch. Ja, vom Feeling, man sieht es ja nicht. Und hier habe ich mich jetzt wirklich gezwungen, also gefühlt, es sieht ja immer noch nach relativ viel Weg aus nach oben. Ich habe gefühlt mich fast gar nicht bewegt bei der Bewegung. Bin ich jetzt so ein bisschen wieder am Einfinden auf eine andere Technik und dann damit Progression langsam machen, das Gewicht steigern. 3 Sätze, 10 Wiederholungen gemacht und dann nochmal die Butterfly-Variante am Kabel, auch 3 Sätze, 12 bis 15 Wiederholungen, um hier den Hebel zu nutzen. Also man kann aus seinem Nachteil natürlich auch einen Vorteil machen. Jemand, der so extrem lange Arme hat und bei der Butterfly-Übung, bei dem man nun über den Hebel arbeitet, hat man natürlich noch einen längeren Hebel. Das heißt, länger Kontraktion, höheren Spannungsgrad unter Umständen. Einfach aus jedem Nachteil einen Vorteil machen. Ne? Das kann man durchaus auch für sich nutzen. Pump war dementsprechend gut an dem Tag. Form auch in Ordnung, war natürlich relativ fluffy nach dem ganzen Schoko- und Eis-Pizza-Gelage, aber das war mir auch egal.
Dann noch eine Special-Übung, die der eine oder andere schon gesehen hat, sozusagen auch eine Dips-Variante an dem Klimmzug-Dip-Turm. Da kann man jetzt richtig schön in den Brustmuskel reinarbeiten, wie man jetzt, glaube ich, auch ganz gut sieht. Muss man sich halt vom Winkel so ein bisschen reinfinden. Auch da haben wir nochmal, glaube ich, 4 Sätze, 8 bis 10 Wiederholungen gemacht. Und dann war der Brustmuskel auch wirklich voll. Die Übung war jetzt obendrauf nochmal, weil ich mit Marcel trainiert habe, den ihr jetzt ausseht. Ja, deswegen habe ich gesagt, komm, leg nochmal eine Übung drauf, damit wir heute mal richtig schön auch die Glykogenspeicher mal wieder ein bisschen mehr entleeren. Normalerweise reichen mir da diese 3 Übungen vorher angedacht, aber da haben wir uns noch ein bisschen was gegönnt. Ne? Alright, das war das Brusttraining. Danach mache ich noch die Dragonflies für die Bauchmuskulatur und das sitzende Wadenheben, 4 Sätze. Und das ist dann mein der Brusttag, wirklich. Dann seht ihr jetzt nochmal, wie ich so halte nach dem Cheat Meal, Cheat Day mit meinen Calories. Und ja, seht dann, was es noch so zu essen gab, was ich sonst noch so am Tag erlebt habe. Und hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder ein Push-Training zu sehen. Und allgemein die Reverse Diet zu sehen. Viel Spaß noch mit dem Video. Welcome back, Leute. Es tut mir leid, wenn ich heute so ein bisschen kreuz und quer schnacke, weil ich bin heute mit dem anderen Auto unterwegs, mit dem Smart, und kann die Kamera hier nirgendwo feststellen. Und muss auch noch Auto fahren und so weiter und so fort. Auf jeden Fall habt ihr ja gestern gesehen, ist alles so duster, auf jeden Fall habt ihr gestern gesehen, dass ich mit Julia ja so ein bisschen Cheat Meal gemacht habe und habe deswegen heute am Montag Gang hoch noch nichts gegessen, komplett gefastet, hatte den ganzen Vormittag jetzt Termine. Ich habe jetzt schon 1, 2, 3, 4, 7 Termine intus. War jetzt eben kurz trainieren. Heute Brusttag, an dem ich ja auch noch Waden und Bauch nochmal trainiere. Brust habe ich abgefilmt, habe mit Marcel trainiert. Den kennt der ein oder andere auch schon auf dem Channel. Auch einer von den guten Leuten der ganzen Crew in Hamburg hier. Haben Brust gemacht, er hat jetzt noch Schultern trainiert. Ich bin schon mal los, weil ich jetzt wieder nach Poppenbüttel muss und nochmal 3 PTs mache. Also heute ist Busy Day, Montag halt. Und ja, jetzt kriege ich auch langsam wieder Hunger. Also ich mache es immer so, wenn ich relativ viel gegessen habe am Abend vorher, dann esse ich morgens sowieso gar nichts, weil ich gar keinen Hunger habe. Und nach dem Training dann sowieso nicht, vor dem Training. Vielleicht den Faden verloren. Das Training habt ihr jetzt wahrscheinlich schon gesehen. Und wie erwartet eigentlich, war es ein gutes Training, konnte mich steigern. Aufgrund, ja, bestimmt auch, weil ich gestern ordentlich Energie getankt habe. Pump war entsprechend auch ganz nice. Und das wollte ich eigentlich auch erreichen. Wieder einen Gang hoch. Also ich entschuldige jetzt heute mal so die Videoqualität. Ich glaube, man sieht mich auch gar nicht. Also ich fahre sonst in Zukunft wieder mit dem Golf. Ja, dann sieht man wieder mehr. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich fahre jetzt wieder nach Poppenbüttel, werde wahrscheinlich nur kurz bei Subway mir einen Sub rausholen. Und dann, ja, vielleicht so, ob ich ein halbes neben Ganzes mal gucken. Und ein bisschen jetzt natürlich dem Körper wieder Energie geben nach dem Training. Und dann heute Abend nochmal eine große Mahlzeit. Und für die, die jetzt sich jetzt fragen, wie macht er das denn nach so einem Cheat Day, macht er das, also Cheat Meal, am nächsten Tag die Kalorien einsparen? Nein, ich mache Reverse Diet. Da ist so ein Cheat Meal eigentlich überhaupt nicht sinnvoll. Ich habe es gemacht, habe ich gestern schon gesagt, ich einfach Bock drauf hatte. Ja, das Leben ist mir zu kurz, als immer zu sagen, ja, und dies und das. Ich werde heute meine Macros ganz normal wieder füllen.
Ich will ja jetzt hochgehen mit der Kraft und etc. Deswegen mache ich jetzt hier nicht wieder irgendeine Cutting-Manöver oder irgendwie Cardio-Manöver, gar nichts. Die werden heute ganz normal gefüllt, 2500 mittlerweile. Und ja, ihr seht gleich, was es noch zu essen gibt. Und ja, that's it for now. So, jetzt seht ihr mich auch wieder besser. Autoqualität war echt fies. So, jetzt habe ich auch richtig Hunger. Und es gibt wieder ein normales Sub mit Chicken Teriyaki. Ganz normal die üblichen Sachen drauf mit Honey Mustard Soße. Und ihr kennt das schon bei mir, ich bringe meinen Käse selber mit. Und ja, das gibt's jetzt. Dann hole ich mir vielleicht noch so einen kleinen Eiweißriegel hier an der Fitbar bei Meridian. Und dann haben wir ganz gut schon mal Kalorien reingekriegt. Höchstens aber 800, 900. Also nachher gibt es noch eine ordentliche Mahlzeit. Und ja. Na, ich habe ja Subway immer gehatet, aber na, ist hier halt auf der Ecke und schnell gegessen gemacht und ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, wenn du es selber pimpst mit Cheese. So. So, Nachtisch, Dessert Time. Es gibt ein Multipower Chocolate Cream Riegel Low Sugars. Habe ich bei Manuel im Video gesehen. Der fand, glaube ich, den Cookies and Cream geil. Und ich habe jetzt schon mal so ein bisschen reingebissen. Und der ist tatsächlich ganz, ganz lecker. Komm mal. Danke für den Tipp, Mr. Berko. So. Na, immer schön auf das Training der Kunden tracken. So. Jetzt 18 Uhr, 3 Stunden noch durchpowern und dann noch eine große Mahlzeit. Und dann schlafen. Heute ein bisschen erschöpft. Gestern nicht so gut geschlafen, weil doch der Magen ein bisschen voll war. Na, holen wir morgen nach. Training war trotzdem gut. Das ist wichtig. Und jetzt kommt die Regeneration. Arrives in Las Vegas. It pains him to be a spectator. For the sport and its competitors have been his most constant family. Alright, Leute. Ein Sub und ein Proteinriegel gab's. Ich kann leider nicht auf Pause drücken, weil die Tastatur da hinten ist. Ich gucke noch ein bisschen Generation Iron, um mich zu motivieren für morgen. Und was es gibt, eine Menge. Es gibt Pancakes. Ich kann ja nicht mehr ohne Pancakes. Mit Chocolate Chips drin, kleinen Talern. 2 Stück. Schön fluffy. Erdbeeren. Hier im Dunkeln seht ihr noch so einen kleinen Belsender Brownie. Der ist auch richtig schön fest geworden. Wie so ein kleiner Kuchen. Das ist noch Bananenquark, auch nochmal Erdbeeren und ein kompletter Becher Big Bite Vanilla Chocolate. Ja, das gibt's jetzt alles noch. Dabei gucke ich Generation Iron. Und dann ist der Motor auch schon wieder durch. Waren krass viele Termine heute. Und ich bin echt tot, aber ich würde es nicht anders haben wollen. So macht mir das Spaß. Ja, ist geil. Kann ich nicht anders sagen. I love my life. Und ich hoffe, euch gefallen immer noch die Vlogs. Auch wenn ihr mich seht, heute die, ja, im Auto nicht so tolle, egal. Abonniert, kommentiert und lasst einen Daumen da, wenn euch das gefällt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen und ich wieder sage Moin Moin aus Hamburg.